Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich mit euch über das Reinigen des Rasenmähers, bevor der jetzt ins Winterquartier kommt, sprechen. Und zwar nach dem letzten Rasenschnitt. Also man sieht jetzt hier auch schon das ist jetzt hier alles schon feuchte Pampe, ist klar. Das wird dann nach dem letzten Rasenschnitt grob entfernt. Man kann das hier auch sehen. Achtet drauf, dass ihr also wirklich so überall halt hier auch diese Öffnungen und so schön reinigt. Einfach, wie gesagt, alles grob entfernen, auch von den Rädern. Und dann lasse ich das immer trocknen und bürste halt hinterher mit dieser Stahlbürste die Sachen richtig gut ab. Ich empfehle auch jedem, einmal im Jahr hier diese Schraube zu lösen und das Blatt zum Schärfen zu bringen. Das kann man super gut machen. Also meistens gibt es so Messerschleifer vor Ort. Aber ihr schaut mal im Internet, googelt mal. Also bei uns zum Beispiel ist immer am Samstags und Freitags einer auf dem Markt sogar. Das ist richtig super gut. Der schleift euch so ein Messerschleifer halt, der schleift diese Sachen für eine kleine Mark. Und ja, dann habt ihr auf jeden Fall wieder ein super scharfes Blatt im Frühjahr. Ja, ansonsten kann man das natürlich die Gelegenheit halt dann auch nutzen und das Ganze mal schön durchölen. Man kann auch grob mal mit dem Wasserschlauch rangehen, aber Vorsicht halt nicht den Motor unter Wasser stellen, das findet der Rasenmäher nicht so witzig. Kann man sich ja natürlich auch denken. Ja, das war es jetzt eigentlich auch schon zu dem Reinigen des Rasenmähers, bevor der ins Winterquartier kommt. Das sind so die wichtigsten Infos. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr mir gern einen Kommentar dalassen. Entschuldigung. Über ein Like freue ich mich natürlich auch. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, darf das gerne machen und natürlich auch die Glocke drücken. Ja, bei Benzinern verhält sich das ähnlich, nur da ist das mit dem Seitekippen ein bisschen mit Vorsicht zu machen. Das ist ganz klar. Handrasenmäher, da kann man die Schneideblätter, also das kann man natürlich auch rausschrauben, das ist recht easy. Und auch die kann man schleifen lassen und natürlich auch gut durchölen, Flugrost entfernen und so weiter. Das sind so Sachen, die kann man auch super gut einfach mal im Winter machen, wenn sonst eh nichts zu tun ist, so am Wochenende oder wie auch immer. Ja, auf jeden Fall sollten so diese groben Arbeiten also richtig schön sauber gemacht werden, sollte der Rasenmäher auf jeden Fall gleich welcher Art er ist, bevor der ins Winterquartier kommt. Umso einfacher wird es im Frühjahr für euch, den wieder in Gang zu bringen. So, jetzt sage ich mal Tschüss. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Nachmittag und bis bald. Tschüss.